Hey Leute, ich bin's wieder, Franka. Und heute kommt der letzte Teil unserer Workout-Serie. Heute brauchen wir eine kleine Aerobic-Runde. Alles, was ihr dafür braucht, ist ganz, ganz viel Spaß. Und los geht's! So, wir fangen an mit Marschieren. Einfach auf der Stelle. Jetzt gehen wir über ins Side-to-Side. Dazu Hände am Anfang in die Hüfte und immer so einen kleinen Tap machen. Jetzt nehmt ihr den einen Arm immer mit. Noch 4, 3, 2, 1 und jetzt nach oben. Noch 4, 3, 2, 1 und nach vorne. Noch 2, nach oben. Noch 2 und nochmal nach vorne. Nach oben. Und auf 1 vorne. Und oben und vorne. Und oben. Vorne, oben, vorne, oben, vorne, vorne bleiben und jetzt winkelt ihr die Arme an und nehmt das Bein immer so nach hinten, wie beim Anfersen. Noch 4, 3, 2, 1 und jetzt geht ihr mit den Armen nach oben und das Bein immer ran. Und wieder runter. Und hoch. Runter und jetzt machen wir 2 auf einer Seite. Und jetzt 4. Und nach oben und das gleiche oben. 2. Und 4. Und unten einfach. Und doppelt. Und einfach Side to Side. Nehmen wir den Arm wieder mit.
und nach oben. Nach vorne. Und marschieren. Jetzt machen wir immer Taps nach vorne. Das heißt, wir beginnen mit dem linken Fuß. Immer ein Tap mit der Ferse auf den Boden. Jetzt nehmt ihr eure Arme vor dem Körper dazu, nach oben. Und jetzt tappt zur Seite und die Arme zur Seite. Taps nach vorne. Noch 4, 3, 2, 1 zur Seite. Letzten 2. Nach vorne. Und marschieren. Jetzt fangen wir wieder an mit Taps nach vorne. Winkeln die Arme an der Seite an und gehen immer passend zu, zu, zu. Noch 4, 3, 2, 1 und jetzt geht ihr mit dem Knie nach oben. Zwei. Jetzt dreht ihr euch mit dem Oberkörper auf, immer den Ellenbogen zum Knie. Und immer schön Bauchspannung behalten. Wieder flach werden. Und marschieren. Jetzt noch mal side to side. Arm mitnehmen. Mit Backlift. Und wieder side to side. Und marschieren. Jetzt wird es ein bisschen anstrengender. Wir springen. Breitet dafür eure Arme aus, winkelt den einen an. Jetzt machen wir immer Vierteldrehungen. Nehmt die Arme mit. Auf geht's.
Wenn euch das nicht anstrengend genug ist, könnt ihr euch noch zwei Wasserflaschen, 0,5 oder 0,75, jeweils in eine Hand nehmen, dann wird es anstrengender. Und marschieren. Sehr gut gemacht. Gleich noch eine Runde. Bereit machen. Gleich geht's wieder los. Und los. Durchhalten. Und marschieren. Gut gemacht. Jetzt nur die Füße, nur die Fersen abheben, Fußbein bleiben auf dem Boden und die Arme mitnehmen. Richtig hoch mit den Knien. Und jetzt geht ihr tief, Arme anwinkeln. Wie ein Skater. Wieder hochgehen. Und nochmal tief gehen. Und wieder hochgehen. Und marschieren. So, jetzt werden wir nochmal springen. Ihr springt immer in einen Ausfallschritt nach außen. Mit den Händen gerade auf dem Boden. Ungefähr so. Noch 4, 3. 2, 1 und marschieren. Und noch eine Runde. 8 Sprünge, kommt. Letzte 3. Und marschieren. Sehr gut. Geschafft. Ja. So Leute, das war's